Herzlich willkommen auf unserem Kanal Vision eDrive zum heutigen Video mit zwei Genesis GV60. So selten sie auf Schweizer Straßen sind, so haben wir doch gleich zwei organisieren können. Gut, super. Was wir heute machen und warum die beiden Fahrzeuge hier stehen, seht ihr nach dem Intro, also dranbleiben lohnt sich. Ganz viel Spaß. Ja, der Genesis GV60 gibt es ja in drei Versionen. Zum einen den Heckantrieb, dann gibt es einen Allrad mit 325 PS und es gibt diesen da mit 490 PS. Und wir haben uns heute für dieses Video die beiden Fahrzeuge ausgesucht, die am weitesten voneinander entfernt sind. Wir haben hier das mit Abstand effizienteste Fahrzeug auf dem Papier. Heckantrieb, 19 Zoll, große Batterie, das heißt 77,4 Kilowattstunden Akku. Und wir haben hier auch den gleichen Akku, nämlich wiederum 77,4 Kilowattstunden, aber Allrad und 21 Zoll Felgen. Ja. Das heißt, aus dem Papier der schlechteste, gehen auf dem Papier den besten. Dieses Auto war schon ein paar Mal auf unserem Kanal, das ist das Fahrzeug von Valti. Er war auch auf unserer Verbrauchsfahrt mit dabei, die findet ihr hier oben in den Infokarten verlinkt. Das auf jeden Fall noch anschauen, das lohnt sich auf jeden Fall. Wir fahren heute eine Strecke inklusive eines Alpenpasses über den Sustenpass. Heißt also, ich messe mit meinem Handy wieder das GPS-Profil, auch mit Höhendaten etc. Und wir schauen eben, welches Fahrzeug braucht mehr Energie. Eigentlich ja klar, der wird mehr Energie brauchen, aber wie viel mehr braucht er eben im Vergleich zum besten, sozusagen effizientesten GV60, den man aktuell kaufen kann. Wichtig, den gibt es nur in der Schweiz. In Deutschland und Österreich gibt es den Heckantrieb nicht. Wir haben heute draußen hier jetzt 16 Grad. Wir fahren heute im Komfortmodus, Klimaautomatik, 21 Grad. Aber ich würde sagen, lassen wir doch gleich los mit der Fahrt. Ich freue mich sehr drauf. Zuerst mal beide Verbräuche zurücksetzen, Bordcomputer auf Null und dann geht's los mit der Fahrt. Ich bin gespannt, wie es ausgeht und ich hoffe, ihr auch. So, erster Zwischenstand nach 26 Kilometern. Wir sind bei 18 Kilowattstunden aktuell Verbrauch hier im GV60 Sport Plus. Und es nimmt mich jetzt Wunder, was der von Valti Verbrauch hat. Auf der gleichen Strecke 19 Zoll Sommerräder. Wir haben übrigens hier auch Sommerräder drauf bei beiden Fahrzeugen. Es ist bei beiden Fahrzeugen die Bereifung, die man bei Genesis erhält. Und was hat Valti seiner verbraucht? Auf der gleichen Strecke 26,1 Kilometer, auch da, oder 0,3, 15,4, ja, das ist schon heftig, ja. Also der Unterschied ist schon jetzt bemerkbar, es war ein Stück Autobahn, jetzt auf der GoPro auch gesehen. Da sieht man jetzt schon, wie die Differenzen da sind, obwohl ich ja auf der Autobahn auch den Tempomaten angeschaltet habe, dass er da nur den Heckmotor hat und nicht den Frontmotor auch noch, ja. Dennoch sehen wir jetzt schon einen riesigen Unterschied. Und jetzt geht es dann ja auch noch über den Sustenpass. Ich bin aber dann wieder gespannt, wie ich dann rekuperieren kann, denn beim Runterfahren kann ich über beide Motoren rekuperieren, während Valti nur über den Heckmotor rekuperieren kann. Es bleibt spannend. Ich würde sagen, weiter geht die Reise. Also, hier auf dem Sustenpass angekommen, jetzt noch bei 5 Grad Außentemperatur. Es ist schön angenehm hier oben, nicht mehr so heiß wie da unten. Spaß. Okay, was hat Valti verbraucht? 31,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bei einer Strecke von 64 Kilometer. 31,6, das tönt viel, aber jetzt müsst ihr bei mir schauen. Oh. Ja, da kommt eben dann der große Gap. So. Ich schau mal kurz. So, mal gucken, was sich der Kollege da genehmigt. Und hier seht ihr es schon, 63,6 Kilometer und Verbrauch ist einfach mal so bei 37,6. 37,6 zu 31,6, ja. Das sind 6 Kilowattstunden mehr auf der gleichen Strecke.
Es ist gleich warm für beide Autos. Es haben beide den großen Akku, aber der hat halt die größeren Räder und Allrad. Das ist schon krass, ja. Wir sind aber jetzt gespannt, ob das Auto dann beim Runterfahren mehr rekuperieren kann als der Heckantrieb, denn wir haben ja zwei Motoren. Ja. Da bin ich sehr gespannt. Aber aktuell ist es so, dass man definitiv sagen kann, die Differenz ist definitiv da. Das wäre auch krass, wenn es nicht so wäre. 6 Kilowattstunden mehr auf 100 Kilometer auf dieser Strecke, wo wir jetzt gerade gefahren sind, als der da. Und das ist schon eine Menge, ja. Das ist wirklich eine Menge, ja. Rekuperieren. Ich hoffe, euch haben auch die Bilder gefallen. Es war mega cool, diese Aufnahmen zu machen. Und ja, beide Fahrzeuge jetzt wieder unten. Wir sind jetzt wieder auf 678 Meter über Meer. Vorher war es 2200, knapp 2300. Und jetzt mal schauen, wer hat besser rekuperiert. Der kann rekuperieren über beide Motoren, der nur über einen. 92,4 Kilometer gefahren, 16,6 der Verbrauch. Also wieder unter 20, da kann ich natürlich nicht mithalten, aber die Differenz wurde kleiner, denn wir wissen ja oder haben gesehen, vorhin da oben hatten wir 6 Kilowattstunden Differenz. Und jetzt eben, weil zwei Motoren rekuperieren, ja, hat er ein bisschen aufgeholt. So, mal gucken. Hier seht ihr es, 91,8 Kilometer, 20,2, also nur etwa 4 Kilowattstunden mehr als bei Valti. Das heißt, wir haben 2 Kilowattstunden Differenz rausgeholt. Vermutlich, weil er eben nur beide Motoren rekuperieren kann. Aber eben, immer noch eine Differenz. Und ich würde sagen, jetzt geht es weiter für uns. Wir fahren jetzt in Richtung Brünigpass. Ein kleiner Pass, etwa 1000 Meter über Meer. Und danach geht es über Luzern zurück. Und danach schauen wir am Schluss dann, wenn wir die ganze Strecke beendet haben, wie es da aussieht. Deswegen für euch jetzt nochmals ein bisschen Bilder von der Straße. Wir sind zurück von der Verbrauchsfahrt. Zu den Daten kommen wir gleich. Jetzt mal hier noch kurz zur Strecke, die wir heute gefahren sind. Das ist das Blaue hier. Gemäß GPS sind es 183 Kilometer mit einem kleinen Fehler von mir. Ich habe hier vergessen, das anzuschalten. Hier schaut her. Das ist das Stück, das fehlt, aber das soll jetzt keine Rolle spielen. Aber wir sind gefahren von Lauerz aus hier über die Axenstraße, dann hier über den Sustenpass ins Berner Oberland und dann über den Brünig hier bei Saarnen vorbei, durch Luzern, durch zurück. Also wirklich eine schöne Strecke. Und wie sieht es denn aus mit den Daten? Ich zeige euch das Höhenprofil mal eben. Das sieht entsprechend so aus. Ja. Der höchste Punkt war 2225 Meter über Meer. Das war hier oben der Sustenpass logischerweise. Und dann hier noch ein Ausschlag. Das war der Brünigpass. Und dann alles so kleine Anstiege und Abstiege. Gesamt sind wir gewesen knappe 2500 Meter rauf und runter gefahren. Also vollkommen auch Höhenprofil hatten wir da definitiv drin. Tempomäßig sieht es so aus, ist nicht so relevant, denn es hat ja die Augen und das Tempo ein bisschen gewechselt.
Aber es waren auch Autobahnstücke auf jeden Fall mit dabei. Und natürlich auch noch andere Passstraßen waren mit dabei etc. und so fort. Also vom Profil her auf jeden Fall repräsentativ. Wie gesagt, heute Temperaturen zwischen 18 und 5 Grad. 5 Grad auf dem Sustenpass hier unten. Jetzt am Nachmittag auch ein bisschen Sonne rausgekommen. Ist es etwa 18 Grad wieder geworden. Also von daher auch da das ganze Spektrum abgebildet. Und jetzt würden wir sagen, gehen wir definitiv jetzt mal schauen, was die Fahrzeuge verbraucht haben. Wir gehen zuerst zum 2WD bei Walti. Also hier also 2WD und der Verbrauch von Walti sieht so aus, dass wir hier jetzt Daten haben, 188 gefahrene Kilometer, 15,6 der Verbrauch. Natürlich ein sehr guter Wert, von dem ich nicht mithalten kann, aber was wir auf jeden Fall schauen können ist, wie viel Reichweite das nun generieren würde mit dem 2WD, wären das gute 496 Kilometer von 100% bis nach Null. Das heißt, wenn man zu Hause voll losfährt und etwa bei 5% ansteckt, sind das auf jeden Fall 450 Kilometer. Und danach lädt man auf 80% oder sogar 90% hoch, weil es auch da noch sehr, sehr schnell ist. Und dann kommt man noch gute 350 bis 400 Kilometer. Also auf jeden Fall ein sehr guter Wert. Ich finde 15,6. Wir merken uns die Zahl und schauen mal bei mir. So, also fast gleich viel gefahren. Und hier 18,7, auch das ein sehr guter Wert, wie ich finde. Ein bisschen natürlich mehr als bei Walti. 15,6 hatten wir da, 18,7 da. Das sind nur 3 Kilowattstunden Unterschied. Hätte ich mehr erwartet. Und was würde das bedeuten für die Reichweite? Das wären 413 Kilometer, also etwa 80 Kilometer weniger als beim 2WD. Und das mit 490 PS. Ja, aber das Fazit machen wir draußen. Auch da würde ich sagen, wenn man dann losfährt zu Hause bis nach 5%, sind das etwa 400 Kilometer und danach auf 80-90% laden 320 bis 350 Kilometer, also so roundabout 50 bis 80 Kilometer weniger als beim 2WD. Also kommen wir nun zum Fazit dieses Tests heute. Wir haben gesehen, die beiden Fahrzeuge, so gleich sie auch sind, von der Leistung her sind sie auf keinen Fall vergleichbar und dennoch die Differenz finde ich extrem klein. 3 Kilowattstunden hat der mehr verbraucht auf 100 Kilometer als der da. Und ich behaupte einfach, es liegt an dem, dass er einfach mehr rekuperieren kann. Bergunter hast du 2 Motoren, du kannst 2-mal rekuperieren. Hier ist die Vorderachse, die läuft einfach nur mit. Ja. Das heißt, das merkst du auf jeden Fall. 80 Kilometer mehr kommt der 2WD, das ist natürlich schon eine Ansage, klar, mit dem gleichen Akku. Aber du hast halt hier eben deutlich mehr Leistung, die größeren Räder, das muss man auch bedenken. Von daher, die Differenz finde ich relativ klein. Und es gibt ja noch den Sport, der Allrad hat, aber mit weniger Leistung als der da. Den kann man auch mit 20 Zoll bekommen, also etwa die gleiche Motorisierung wie der IONIQ 5 oder der Kia EV6 Allrad. Die haben den 325 PS. Der wird sich irgendwo in der Mitte einordnen da. Vermutlich deutlich besser als der, aber immer noch schlechter als der. Ja, also, das war also von unserer Verbrauchsfahrt heute. Wenn euch das gefallen hat, dann gerne einen Kommentar geben und ein Like für das Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche ein schönes Wochenende, mach es gut. Und nochmals herzlichen Dank an Walti, dass du heute bei uns mitgefahren bist. Vielen Dank und ja, ciao miteinander und tschüss.